Und damit, Kerle, was geht ab und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Magolor Epilog. Ganz genau, ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid. Guys, wir haben beim letzten Mal wieder extrem viele Magiepunkte gesammelt und können uns schon wieder richtig nice Stuff kaufen, wenn ich das hier so richtig sehe. Wir können jetzt, also in der Theorie, könnten wir mächtig sein, dass wenn wir Gegner besiegen, es Essen droppt? Oder dass wir länger in dieser Unsichtbarkeitsphase bleiben können. Aber for real? Ich bin actually für das Essen. Und jetzt muss ich gucken, wie viel wir noch haben. Können wir uns noch was leisten? Nein, natürlich nicht. Schade. Aber wir können direkt hier in Welt O 3 weitermachen. Und wir getten sogar... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das die Barriere? Ich denke schon. Aber das ist ja... Oh, okay, I see. Okay. Huh? Was? Warum? Ich verstehe es nicht. Nein, da hätte man... Ja, da hätte man springen. Woher soll ich das wissen? Alles klar. Ja. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Ah, das war aber auch schon wieder unfair. Das Level musst du halt zweimal spielen, um die ganzen Knöpfe zu aktivieren. Sollen wir das nochmal machen einfach? Ich habe gehört, dass der Magalore-Epilog echt kurz ist. Und, ich würde es ganz gerne nochmal machen. Oder sowieso, also ich werde auf jeden Fall vor dem Final Boss, falls es einen überhaupt gibt, ich habe keine Ahnung, werde ich auf jeden Fall nochmal den Grind des Jahrhunderts an den Tag legen. Und, vor dem Endboss auf jeden Fall Max-Level werden, weil das Game hält mich tatsächlich so maximal auf, dass ich richtig Bock habe, das einfach 100 Mal zu spielen. Und da ich jetzt auch weiß, dass das Game ein bisschen kürzer ist, finde ich es schade, weil, also wirklich, dieses Game hat so maximal viel Potenzial. Also wirklich. No joke. Dieses Konzept kann so geisteskrank sein. Lol. Hier in dein Gesicht rein. Nein, wohin fährt er? Ich will hier durchfliegen. Dankeschön. Jawohl. Lol, was? Oh mein Gott, dass ich noch lebe. Aber wir haben ja auch Fliegen achieved. Warum werde ich denn jetzt hier von allem getroffen? Nee, die machen wir fertig hier. Die geben uns noch ein bisschen Geld hier. Zack. Er auch. Ich verstehe die Schwierigkeit, hier unten reinzukommen, nicht? Treffe ich die alle überhaupt? Aber ich treffe auf jeden Fall den Pfad, dass der aufgeht. Ich will trotzdem noch gucken, ob sich hier drüben was befindet. Sieht aber nicht so aus. Und er ist auch noch weg. Okay, hier können wir gar nicht durch. So, und durch diese Tür. Durch die können wir aber durch. Und schauen direkt, was sich auf der anderen Seite befindet. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen ändern. Das letzte Mal war ich ein bisschen übersteuert. Weil ich kann den Abstand nicht so ganz einschätzen. Deswegen war ich ein bisschen zu nah am Mikrofon. Und habe es jetzt so 1-2 Zentimeter weiter weg platziert. Ach ja, wir sind ja nicht unverwundbar. Aber jetzt. So, ihn machen wir down und ihn auch. Ja, passiert. Zack. Einmal hier mitnehmen und hier die Bomben droppen. Ich glaube, hier drüben gibt es wieder Geld. Saven. Oh, so war das, richtig? Richtig. Nein. Der ist down und er auch. Okay. Oh, hier gibt's ein Eis. Heilung. Heilung. Ah, let's go. Oh, oh, oh. Jetzt ist... Ich dachte schon, jetzt ist gotta go fast. So, er ist auch down. Und du auch, mein werter Kollege. Okay, die Bombenwerfer... Stelle ich mir jetzt gar nicht so heavy vor.
Weil wir das ja ebenfalls können. Zack. Let's go. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, low. Oh mein Gott. Let's go. Er ist auch down. Okay, und jetzt noch die beiden. Zack. Sprung, Sprung, Sprung. Und wham. Let's go. Oh, das war's schon wieder. Ich finde, die Level sind zu kurz. Das ist der krasseste Kritikpunkt an dem... Ist es ein DLC? Kann ich sagen, dass das ein DLC ist? Ich weiß es nicht. Aber das ist... ich finde es actually ein bisschen schade, dass das so kurz ist. Boah, schaut auf unser Cash. Uiuiui. Das lässt sich sehen. Bin ich immer noch am Übersteuern? Es sieht immer noch so aus, ja. Es tut mir leid. Wir schauen jetzt erstmal hier rein. Wobei, wir können ja mal gucken, was wir hier brauchen für den nächsten... Hä? Okay, wir brauchen auf jeden Fall das hier länger. Für 2100... Was? Diese Macht kann ich im Moment nicht weiter verbessern. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das hier sehen. Schneller gehen, schneller laufen wäre doch ziemlich praktisch, oder? Besonders für... Oh mein Gott, das ist ja mega rewarding. Was ist das? 2 Magolor-Stürme hintereinander, das will ich gar nicht skillen. Guys, ihr wisst Bescheid. Achso, kann ich jetzt hier durch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Kommen wir erstmal jetzt zu. 3-4, habe ich es richtig gelesen? Ich denke schon. Oh no, das ist wieder so ein Speed-Level. Oh mein Gott. Let's go. Hoch, hoch, hoch. Und runter, droppen. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, let's go. Ja. Oh mein Gott, sehr, sehr viel Magiepunkte. Fliegen. Ich habe Fliegen gedrückt. Oh mein Gott, das war knapp. Ach, ich feiere das so. Wie kann denn Zusatzcontent besser sein als das Spiel an sich? Das macht mich irgendwie traurig. Okay, das war knapp. Er ist down. Durch. Elfer-Kombo. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich weiß nicht, ob das wenig ist. Ich find's cool. Oh, das war stupid. Gott, ich glaube, das war ganz gut jetzt hier. Whee! Die Bob treffen die vielleicht. Explosionsradius und so, ihr wisst Bescheid. Soll's ja geben. Ich muss fliegen. Bitte! Okay, weiter, 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 weiter. Alles klar. Das war angenehm. Oh, hier gibt's auch noch einen Cake. Let's go. Weil es besteht ja die Chance, dass Gegner jetzt Essen droppen, mit dem wir uns dann auch wieder hochheilen können. Das ist mega strong. Wie lang geht das denn noch? Oh, 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 okay. Zack, durch. Und hoch. Wichtig. Okay. Er kriegt die Superladung ab. Und ihr die Bomben. Weil die Bomben machen extrem gut Damage. Oh mein Gott. Uff, uff, uff. Das war... Das geht auf jeden Fall besser. Guys, sorry. Ah. Ey, aber wir haben 900 haben wir mitgenommen. Da kann man nicht anders sagen wie... Strong. Strong, strong.
Und der Zusatzbonus, wir sind wieder über 3000. Also scheinbar haben wir jetzt einfach jedes Level 3000. Okay. Entschuldigung. Dass ich an dir gezweifelt habe, Magi. Jetzt so sein Spitznamen. Oh, da kommt schon der Boss. Oh, 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 oh. Das wäre halt überkrass. Mehr Treffer mit nur einem einzigen Schuss meiner Magolor-Kanone. Das ist auch strong. Das hier wäre halt auch mega nice. Aber mehr Leben für den Bosskampf auf jeden Fall. Und das ist dann noch nicht mal... Doch, das ist jetzt Max. Okay, okay. Das ist jetzt Max. Oh, hier gibt's noch was. Ja, ja, ja. Da gehe ich auch direkt mal rein. Let's go. Kann was halt meine Aufgabe sein? Achso. Hui. Hui. Zack. Durch, wieder. Ich hab Fliegen gedrückt. Ah, da spricht dann wieder schon der Betrug hier. So. Lol. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir gut fliegen können, sollte uns in dem Level eigentlich relativ gut helfen können. Aber sicher bin ich mir da trotzdem nicht. Okay. Nein, wir können einfach nicht mehr fliegen. Lol. Aber wir haben dafür das ganze Geld mitgenommen. Und das ist ja, Entschuldigung, die ganzen Magiepunkte. Und das ist ja actually das Wichtigste, oder nicht? Also würde ich jetzt so sagen. Wir haben auch schon wieder echt strong mitgenommen. 300er Bonus. Wichtig, wichtig. Ist Welt 3 schon der Endboss? Das macht mir jetzt Angst, weil ich nicht weiß, wie viele Welten es gibt. Deswegen. Also, Guys, falls das der Boss sein sollte... Sorry? Ja, es geht hier nach nicht mehr weiter. Och, ich wollte eigentlich vorher nochmal so richtig grinden und so. Zwei Magolor-Stürme hintereinander, das will ich nicht. Niemand will das. Außer ihr seid halt richtig gut darin, mit den Dingern zu kämpfen. Ich bin es nicht. So, jetzt lass uns aber mal reinsteppen in den Kampf. Aber der sieht doch freundlich aus. Alles klar. Ich verstehe den Sinn nicht ganz davon. Oh mein Gott. Ich wollte erstmal gucken, was er so für Angriffe drauf hat. Oh ja, rein da, Rainer. Schön rein. Stimmt, das haben wir auch noch. No! Okay, er kann mich scheinbar auch treffen, wenn ich fliege. Lol. Okay, er ist nicht schwach. Oh mein Gott, macht er gut Damage. Oh, okay. Wieso kann er mir Damage machen, aber ich ihm nicht? Hier kommt ein bisschen reingespamme. Ich hab Angst. Uff. Nein, wieso fliegt Magolor denn jetzt da rein? Verstehe ich die Mission nicht ganz. Ah. Oh ja, wichtig auf jeden Fall. Ah. Sorry, dass ich so wenig rede, aber hier muss ich mich voll konzentrieren. Der ist mega stark. Nein, bitte
Triff ihn doch. Nein, warum? Ich kann ihm wieder kein Damage machen. Oh, er ist aber so kurz vor down. Let's go. Ich hab nur noch gespammt einfach. Die ganze Zeit. Es war so schwer. Ich hätte echt Lust auf eine Heilung. Ist das schon der letzte? Das fände ich actually mega schade. Nicht gut, nicht gut. Der Age abgeschlossen. Das hat sich nicht wie ein Endboss angefühlt. Boah, aber wir haben echt gut Punkte geholt. Zu strong. Ne, es sieht noch nicht vollständig aus. Da fehlt noch was, glaube ich. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Oh, stimmt, wir bekommen ja noch eine neue Fähigkeit. Malahalor beherrscht nun das schwarze Loch. Das Obstfragment hat Magalor die Macht für ihn, schwarze Löcher herbeizurufen. Bei voller Zauberenergie. Und damit kommen wir da oben weiter, obviously. Und ist da dann der Endboss? Wait a moment. Oh, das heißt, ich muss jetzt wirklich entscheiden, was ich grinden möchte. Uff. Also die Bomben sind schon sehr stark. Die Wirbelzeit kürzer machen. Nee, ich will, dass die Angriffe stärker werden. Was war das hier? Mehr Treffer? Nee. Und das ist halt das Neue. Ich weiß halt nicht, was es macht. Wir können ja kurz oben gucken, was es macht. Und dann entscheiden, was wir buyen. Nach oben und X. Nach oben und X. Alles klar. Und das kann man noch stärker machen. Ah, das ist halt extrem teuer. Und die Sache ist, lohnt sich das? Ach, warum nicht? Komm. Jetzt können wir aber nichts mehr machen. Oh nein, es gibt doch noch nicht den Endboss. Oh, das ist schön. Das ist beruhigend. Oh, hier können wir noch was aufmachen. Oh, das ist eine Abkürzung. Ah, zum Start hin wahrscheinlich. Okay. I see. Okay, dann gehen wir straight up in 4-1 rein. Wir sind scheinbar doch noch nicht am Ziel. Guys, und das freut mich. Ich dachte schon, jetzt ist hier vorbei. Aber ist noch gar nicht. So, da unten. Oh ja. Ich bin so froh, dass wir dieses Magie-Stuff, Zeug, Fliegen, Schweben geskillt haben. Oh, mir tut mein Finger weh. Ich spam das zu häufig. Gibt's hier oben was? Nee. Ich will eigentlich so viele Gegner wie möglich bekämpfen. Das ist auch so ein Expertentipp, glaube ich. Guys, bekämpft einfach in diesem Spiel so viele Gegner, wie ihr könnt. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Oh, der war schnell down. Oh. Ja, nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Wunderbar. Zack, halten und runter. Und jumpen und weiter. Ist hier rechts was? Sieht so aus. Nein. Dann ab durch die wundervolle Tür. Und wir gucken, wie es weitergeht. Das ist mega unnötig. Aber ist ja auch... Oh, okay, wir müssen mit dem Key wahrscheinlich dann gleich wieder nach hier und kommen. Kann Magolor mit dem Key...
Nö. Cringe, wer fliegen kann. Okay, also wir machen jetzt so, wenn ich das richtig gette, kleine Rätselräume, in denen wir immer von unten nach oben laufen, einen Schlüssel holen müssen. Wird vermutlich jedes Mal ein Stück schwerer. Und dann, ja. Mit dem Schlüssel halt ganz nach unten kommen. Easy. Die sehen so heavy aus, aber die können gar nichts. Also ist jetzt so meine Einschätzung. Oh, wir machen auch so gut man hier. Oh, wir können jetzt hier mal das hier machen. Um zu gucken, wie viel Damage das so im Allgemeinen macht. Wenn das so lange anhält, scheinbar sehr viel. Ein bisschen reindrücken. Zack. Und nach ganz hier unten. Ja, durch die durchzukommen ist ja eigentlich easy mit unserer... wunderbaren Fähigkeit. Oh, hier kriegen wir einen Trank. Dann zünden wir das direkt nochmal. Man kann nicht genug Dinge kaputt machen. Es geht nicht. Oh, man bekommt hier auch so gut das Money wieder raus. Das ist strong. Okay, hier kommt schon direkt der nächste Kampf. Ja, gegen ihn. Also die Sache mit ihm ist halt... das hier. Er ist halt so... two-hit nearly. Und wir sind halt auch so strong geworden. Also im Verlaufe des Spiels sind wir echt stark geworden. Also im Vergleich zum Anfang, finde ich, haben wir einfach das Spiel studiert. Oh, er ist einer der Stärkeren. Oh, lol. Down. Und das war's halt auch schon wieder. Die Level sind viel zu kurz, die machen zu viel Spaß. Vielleicht sind sie gar nicht kürzer, sondern sie machen einfach nur mehr Spaß und deswegen kommen sie mir kürzer vor. Oh mein Gott. 100er Bonus, let's go. Okay, okay. Da wird direkt wieder investiert. Bisschen Wirecard kaufen. Hab ich gehört, soll eine schlaue Idee sein. Der ist letztens, Wirecard-Aktie, um 21.000% gestiegen. Ist jetzt bald vielleicht wieder 1 Cent wert. Krass. Die Bomben oder den Angriff aufladen. Hier wird die Explosion größer. Ja. Safe. Okay, wir haben nicht mehr viel bis Max. Das hier, hier sind wir halt noch Level 1. Das hier will ich nicht stärker machen, weil der Magolor-Sturm ist halt... reden wir nicht drüber. Oh, oh, okay, hier müssen wir Magolor... also das ist das nächste, was wir holen. Level 2 in der Kanone. Okay. Wichtig zu wissen, das holen wir uns direkt gleich als nächstes. Das sieht so... schau ich mal in den Hintergrund. Das sieht aus wie so ein Schachbrett. Was halt so... multidimensional in den Background faded. Sowas mag ich gar nicht. Sowas hat das Hauptspiel für mich zerstört. Eben Gegner, die aussehen, nichts austauchen. Ich finde, man hätte mehr Secrets machen können durch dieses Fliegen und so. Schön hier Bomb droppen. Und hier auch nochmal. Question ist... oh. I get it. Oha, das war mega knapp trotzdem. Ja, komm. Gar nichts kannst du. Ich finde, man hätte ein bisschen... also, ich habe ja geskillt, dass Gegner Essen droppen. Fühl ich nicht. Wie oft ist das bisher passiert? Vielleicht einmal oder so? Und ich habe dafür so 2000 oder so ausgegeben. Das fühlt sich nicht ganz so rewarding an. Aber ist ja okay. Boah, bei einem Raid müssen wir auf jeden Fall unser super hyper schwarzes Loch zünden. Geh doch weg, Kollege. So. Oh, wir müssen noch vorwärts kommen. I see. Das hier sieht nach Kampf aus. Nein? Hm. Sah aber voll so aus.
Oh, low. Lol. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ich will das Geld. Bevor das hier hinunterfällt. Droppen. Oh mein Gott, okay. Zack. Also wir müssen auf jeden Fall speeden. Let's go. Ich glaube, wir sind gut dabei. Ja, safe. Ich will das Geld, bitte. Der springt eh in die Bomben rein. Lost von ihm. Okay. Ich meine eigentlich, wenn sehr viele Gegner droppen, dass man das dann zünden könnte. Oh, hier kommt wieder was zurück. Wichtig. Ebenfalls wichtig. Bitte nicht. Ich habe nichts gesehen, weil die Facecam genauso davor ist wie bei euch. Weil es bringt mir nichts, das Ganze hier auf einem 4K-Monitor anzuzeigen, weil ihr wisst Bescheid, die Switch schafft das nicht. Deswegen sehe ich genau dasselbe wie ihr. Und manchmal ist meine Facecam davor. Das zieht nur unnötig Leistung, wenn ich das hier noch in groß anzeigen lasse. Uff. Oh, er hat Essen gedroppt. Es hat sich direkt gelohnt. Da werden einfach Bomben runtergeworfen. Direkt in euer Gesicht. Und nochmal ein bisschen. Ey, ich bin hier nur am Klickspammen. Ihr glaubt es nicht. Boah, das ist mega anstrengend, weil es einfach im Finger wehtut. Let's go. War's das? Es war zu schwer. Es war wieder zu schwer. Uff. Ich muss was trinken. Oh, aber gut den Highscore geholt. Einmal hier schön den verdienten Platinrang. Wichtig. Können wir uns jetzt wieder was Stronges leisten? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. Das hier. Ganz genau. Die ist jetzt auch Max und damit können wir diese Tür. Ich find's gut. Ich find dieses Game, die Overworld und alles drum und dran, wie das designt und gestaltet ist. Es ist krass. Es ist perfekt. Wirklich. Es ist so gut. Bumm. Moin. Alles klar. Was muss ich tun? Hier hoch? Oh. Ja, ich wusste nicht, dass... Ja, okay. Nee, ich war einfach lost moment. Ich bin kaputt, ich weiß. Zack. Wichtig. Oh, ich glaube, wir sollen das eigentlich so machen. Ich glaube, so soll das eigentlich gemacht werden. Bitte trifft den Schalter. Imagine, man trifft den Schalter nicht. Hallo? Bitte aufmachen. Vielen lieben Dank. Den Key mitnehmen. Einsetzen. Gedden. Hallo? Ja, mach halt noch weniger auf. Alles klar. Wie kann man das denn überleben? Oh no. Der Smarte, ihr wisst alle Bescheid.
So, wir können jetzt aber natürlich noch... Oh, nee, können wir jetzt nicht mehr, natürlich. Wir hätten jetzt noch die Gegner besiegen können, also obviously, und dann noch ein bisschen mehr Cash holen können. Aber, ach, wir haben schon alles mitgenommen, was ging. Das war schon gut, das war schon gut. Nicht so viel Geld, aber ich glaube, wir können trotzdem mit den Magiepunkten genug kaufen, um uns das nächste Upgrade zu gönnen. Habe ich recht? Mhm. Wir müssen es früher oder später, wird es wahrscheinlich von uns verlangt, dass wir das in einem Level benutzen. Den kaufen wir es jetzt. Mit einem Sturmschub A während dem Magelsturm. Beschere deinen Gegnern stürmische Schockkometen. Okay, wo geht's eigentlich weiter? Hier oben? Nee. Ich weiß gar nicht, wo sich die nächste Stage befindet. Wir werden es dann hoffentlich beim nächsten Mal herausfinden. Denn, Guys, hier ist schon wieder das Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es ganz gefallen hat. Like da lassen und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder genau an der Stelle. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.